Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Bioshock. So, gleich mal vorweg. Ich habe momentan mit mehreren Abstürzen des Spiels und zerstörten Videodateien zu kämpfen. Heißt, ich habe hier schon viel ausprobiert und ich kenne eigentlich jetzt schon fast den gesamten Abschnitt und den gesamten Ablauf. Deswegen werde ich das jetzt im Vorhinein sagen. Ist zwar für Blind jetzt ein bisschen blöd, aber kann man halt nicht ändern. Ich habe jetzt mehrere Lösungsmöglichkeiten schon ausprobiert. Bis jetzt hat keine geholfen. Jetzt haben wir Versuch Nummer 21. Mal sehen, ob dieser denn klappt. Oder ob gleich in 5 Minuten gleich wieder alles zusammenbricht. Werden wir sehen. So, nichtsdestotrotz werden wir jetzt da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ist ja immer noch weiter. Und ich werde mir auch jetzt noch das 21. Mal sämtliche Holobänder anhören. Aber ich werde halt nicht mehr so in die Fallen reintappen wie beim ersten Mal. So, einmal einfrieren, kaputt machen. Betrug! Das ist Betrug! Betrug, ja? So, weil das wäre jetzt hier zum Beispiel schon die erste Falle. Aua. Nicht auf mich schießen. Ich habe dir nichts getan. So, dann kommen wir gleich zu dem Zweitdicken. Da hört man es nämlich schon. Und die wollen wir uns ja uns jetzt auch gleich gönnen. Die Kleine. Aber lass mich ihn erst noch fighten. So. Und dann nehme ich jetzt hier mal gleich den Raketenspeer. Ich warte nur, dass da vorne das kleine Ding da weg ist. Okay. Hübscher Engel, hübsche Haare. So, einmal einfrieren und wegfliegen lassen. Nochmal und nochmal. Und nochmal. Und bums. Oh, 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 oh. Halt, ich will hier rum. Muss ein bisschen von den Geschützen aufpassen. Oh nein. Aua. So. Hast noch was an der Füße kleben? Das sind noch die letzten zwei. Und aua. Der ist so böse. Ach, das steht ja noch um die Ecke. Gut. Holen wir ihn mal kurz hier rein. Gut. Dann holen wir uns erstmal die Kleine. Er ist netter als andere Daddys. Ich bin der Daddy. Denn nur ich kann so nett sein. So. Dann werde ich hier einmal kurz wieder wechseln. Und dann gehen wir hier schon mal auf Splittergranaten. Und dann machen wir hier mal den Daddy leer. Fragen Sie sich, Mr. Meltzer. Ist es besser, als unbefugter Eindringling kurzerhand hingerichtet zu werden? Oder möchten Sie lieber vereint werden? Nicht nur mit Ihrer Tochter Cindy, sondern auch mit der Familie Rapture. Es liegt ganz bei Ihnen. Ich rate Ihnen dringend, das Protektor-Programm zu akzeptieren. Sie werden an Ihrer Seite leben und sich an nichts erinnern als an Ihre Liebe zu ihr. Der Rapture gefunden hat, du verrücktes Luder. Und ich werde nicht der Letzte sein. Macht mit mir, was ihr wollt. Solange ich bei Cindy sein kann, bin ich ein glücklicher Mensch. So, ich wollte mich da jetzt nicht in den Kampf einmischen. Denn wir hauen die jetzt trotzdem weg. So.
Und da hinten ist auch schon wieder einer. Du möchtest das Kind? Dann wirst du eingefroren. So, denn... Hier ist schon der erste. Engel denken an ihre Mama. Und dann werden wir hier nochmal auf die 8 gehen. Manchmal fliegen die Rosen überall rum. Und dann gucken wir mal, ob wir das ohne kleine Mini-Geschütze schaffen. Da kommt nämlich schon der erste große. Und die arbeiten halt immer noch mit den Splicern zusammen. Ah, Feuer? Okay. Und weggeschossen. Und tschüss. So, nochmal nachladen. Hier können wir uns nochmal Munition gönnen. Da hinten kommt nochmal ein großer, ne? Nee. Und tschüss. Da kommt nochmal ein großer. Aua. Jetzt mal ein bisschen zur Seite. Dankeschön. Und da kommt gleich noch eine. Bitteschön. Prügeln sie jetzt hier alle mit Explosivzeug weg. So. Und gleich zersplattert. Und sie müsste gleich fertig sein, hoffe ich. Daddy, ich bin fertig. Okay, dann nimmt Daddy dich mal auf. Mädchen, dass ich den besten Daddy der Welt habe. So, soweit so gut. Dann hack ich mal kurz dich hier. Weil wir brauchen wieder ein neues Packet. Der hatte sogar wärmesuchende Raketen bei. Jetzt muss ich hier aber gleich aufpassen, weil hier müsste jetzt der andere Big Daddy auch wieder rumlaufen. Genau. Und auf dem muss ich ein bisschen Acht geben, weil der rennt mir sonst gleich auch wieder in die ganzen Sachen einmal rein. Und ist nicht so cool. Da komme ich gleich hier bei Splitter. Ich könnte mir sogar noch was von ihm holen. Würde sich ein Klon? Das ist das Einzige, was ich noch nicht nachgeguckt habe. Das wäre denn Big Daddy. Erhöhter Schaden gegen Big Daddies. Würde mir das viel bringen? Tonikum Wettrüsten. Man könnte es ausprobieren. Wir haben noch genug Geld und ich könnte ihn eigentlich auch gut besiegen noch. Dann wird er mich ja auch nicht mehr nerven. So, machen wir mal eine schöne Spur hier. Weil er wird sowieso, denke ich mal, gleich kommen. So. Warten wir einfach mal kurz. Ja, der fightet da hinten mit meinem gehackten Raketenwerfer. Das sollte natürlich nicht passieren. Okay, der war viel zu weit. So. Und da hinten noch einen dran. Das geht er natürlich selber nicht durch. Um vielleicht Aggro zu ziehen. Oder? Schaffe ich's? Ohne die ganzen Dinge auszulösen. Auf die Augen, Daddy! Geh auf seine Augen! Hä? Will der Dick Daddy dann jetzt nicht mit mir fighten? Ah, hat nur noch die Hälfte. Na komm. So. So was? Machen wir anders.
Wir bohren ihn einfach weg für den erhöhten Schaden, holen uns die wärmesuchenden Raketen und Co. ab. Hat auch schon mal ganz gut geklappt. Hätte ich mir das mit den ganzen Fallen liegen sparen können. So. Das Ding hat er natürlich wunderbar auseinandergenommen. So, dann wollen wir jetzt mal gucken, dass wir hier jetzt... ...nochmal alles soweit mitnehmen. Ich mal Antipersonenkugeln. Hier ist ein Engel. Ja. Denn sammel mal den Engel. Wer passt auf schlafende Engel auf? Ich. Eins. Zwei. Drei. Und... Hier. Und das war nicht so eine gute Idee. Mit einem unschuldigen Kind davon stehen. Okay, das passt eigentlich ganz gut. Sie ist wehrlos. So wehrlos wie du, ne? So, dann mal von dir nochmal. Weil das wird bestimmt gleich schief gehen. Hat man die Bindung zwischen uns hergestellt, Vater. Hier hat man Gott gespielt. Du warst das einzig Gute, was Rapture mir je gegeben hat. Shit, das wollte ich eigentlich noch nicht triggern, aber okay. Ich verhandle nicht, rück sie raus! Naja, das geht gleich mega in die Hose. Noch ein Familienmitglied mehr. So. Okay, dann kann ich dich schon mal aufsammeln. Du rettest mich immer vor den Monstern. Ja, und das war jetzt nur... C. Gucken wir nochmal, ob ich dir jetzt noch... Ich kann den bestimmt jetzt nicht nochmal ansetzen, oder? Jetzt habe ich mir den Film zu lange gedauert. Nee, das klappt... Oh, das war jetzt ganz knapp. Bin beinahe in die Hose gegangen. Aber na gut. Wir können jetzt die Kleine schon mal wegbringen. Alter, ihr kommt auch wie Espenlaub hinterher, wa? Kann das sein? So, mit den Antipersonenkugeln kein... Dich vergesse ich auch jedes Mal. Schlimm. So. Einmal gehackt. Dann können wir einmal da drüben hacken. Ja, dann ist nämlich die Tür nämlich hier vorne auf. Wo ich hier nur durchgreifen kann. Da kommen wir nämlich gleich zum Waffenautomat. So, Big Sister. Ja, die Dinger gehen jetzt in den Eimer. Heißt, ich nehme Panzerbrechen. Gleich sind wir zu Hause. Rette erstmal die Kleine. Danke. Bitte. Die Mädchen flüstern mir etwas zu, Vater. Sie haben dir ein Geschenk hinterlassen im Gatherers Garden. Hol es dir. Okay, aber wir können noch mal das abspielen. Mutter hat Dr. Alexander zugrunde gerichtet. Sie wollte ihn zu einem lebenden Heiligen hochspleißen, der die Bedürfnisse der Allgemeinheit kennen und unermüdlich für sie eintreten sollte. Aber jetzt ist etwas... Unaussprechliches aus ihm geworden. Mutters Weltanschauung ist genauso verfehlt wie die von Ryan. Für sie wäre es besser, alle lebten im Elend, als dass wir unsere eigenen Ziele verfolgen. Ich muss hier raus. Okay, dass das so klappt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, aber sie greift uns jetzt an, das ist natürlich blöd. Das heißt, wir greifen zurück an. So, Forschungsbonus Big Sister, Maximum Eve erhöht. So, dich auch nochmal leerräumen und dann... Ja, haben wir mehr Eve zur Verfügung als Leben. Auch nicht schlecht. Ja, hat doch bis jetzt ganz gut geklappt und das Spiel ist noch nicht abgeschmiert. Habe ich jetzt endlich die richtige Einstellung gefunden?
Ich hoffe mal. So, und du bist jetzt noch derjenige, welcher... Genau. Der hat mich halt ein bisschen zur Seite geschoben. Gut, dann können wir ja hier wieder auf Auto-Hack-Pfeile gehen. Ah, die Verbandskasten, komm, den nehmen wir uns jetzt mal mit raus. Und dann gehen wir hier mal runter. Ich weiß, wer du bist und ich weiß, dass du da drin bist. Du machst mir keine Angst. Dann machen wir es halt so. Gut, dann wollen wir hier mal weitermachen. Denn hier unten finden wir jetzt auch die letzte Pflanze irgendwo. Ah, irgendwo ist gut. Gucken wir mal. Oh, Kontaktminen. Mieten. Und da haben wir auch die letzte Pflanze. Na komm, Verbandskasten nehme ich mir mal mit. So. Dich teilen wir jetzt einfach mal ab, weil hier unten brauche ich dich nicht wirklich. Nimm mir auch die ganzen MG-Kugeln mit. So. Und hierfür brauchen wir jetzt Feuerplasmid. Und da nochmal, damit die Tür aufgeht. So, dann gehen wir wieder zurück zu Eis. Dann war das jetzt, glaube ich, ja genau, die Tür hier war das. Können uns noch den Safe hacken. Okay, sechsmal wärmesuchend. Gut, dann ist das hier ja so gut wie leer. Hier ist aber auch noch ein Haufen. Na, Mieten, Wärmesuchen. Also Wärmesuchen haben wir wirklich genug. Ich war heute im Eves Garden. Es ging übel aus. Mein Samen. Verkauft an den Feind. Die Motive der Hure sind mir gänzlich unklar. Aber Atlas rückt vor und komme, was da wolle. Ich lasse mich nicht zum Sklaven machen. Ich frage mich, sind diese Aufnahmen eine Beichte? Gerade vorher habe ich Sinclair auf dem Flur getroffen. Vielleicht hat er in meinen Augen gelesen. Der Mistkerl hat mich direkt angestarrt und dann vorgeschlagen, ich soll einen Termin bei Dr. Lärm machen. Okay, gut. Dann... Ist da wer? Nö, keiner da. Mach dir nur die Tür auf. Machen wir hier nochmal in die Kassette reingucken. Holen uns hier die letzte Pflanze. Ach nee, die vorletzte. Ich hab hier unten die Regeln nicht. Na komm, komm ums Eck. Damit ich dich in die Luft sprengen kann. Armer Gilbert. Es war sein Wille zu sterben, Delta. Um der Allgemeinheit zu dienen, indem er sie vor seinem Wahnsinn schützt. Deine ganze Mission hier basiert auf deiner Weigerung, ebenso zu handeln. Wirst du ihm seine Bitte gewähren? Wissen, dass er dem Kollektiv gedient hat? Wiedergeburt, hm? Klar, man lebt ewig, aber ohne den Körper. Ich mag meinen Körper, mein Junge. Mir gefällt die Vorstellung nicht, dass meine Erinnerungen und meine Persönlichkeit im Kopf eines heiligen Kindes gespeichert werden. Wie irgendwelche Bücher, die in einer Bibliothek herumstehen. Oben rennt jetzt erstmal der Daddy noch rum. Ja, ist jetzt die Frage, gewähren wir ihm die Bitte oder nicht, ihn umzubringen? Das werden wir entscheiden, wenn es soweit ist. Uns fehlt ja noch eine Pflanze.
So, hier hatten wir jetzt alles leer. Ah ne, da ist noch was. Ah ne, das ist eher Panzerbrechen. Wunderbar. Und hier ist sogar noch ein Safe. Der uns jetzt auf Maximum bringt. Sehr gut. Also fast Maximum, was Geld angeht. Ich könnte mir hier aber auch nochmal Eve spritzen gönnen. So, hier. Besser wär's. Und auch nochmal ein paar normale MG50er Kugeln. Ja, ein paar Granaten. Auch nicht schlecht. Ja, zu viele 50er. Halt, war auf der 4. Denn wir können jetzt hier mal noch die letzte Pflanze. Okay, Kumpel, es wird Zeit, die Fische zu füttern. Geh zurück zu Alexanders Tank und wirf die Pflanzen rein. Es war ihr nicht bestimmt, einen Vater zu haben, Delta. Sie sollte die Erbin meines Lebenswerks werden. Und hier hat man sie verändert. Hier hat man sie an dich gebunden. Das Kind, das sie einst war, starb in diesem Raum. Ah. So, gehen wir erstmal weiter. So, Nummer 1, schnell weiter. So, na Mist. Mal kurz ein bisschen beiseite gehen. Jetzt habe ich dich. Muss mir aufpassen, nicht, dass ich den Big Daddy damit hau. So, und dann haben wir uns hier natürlich auch nochmal alles rein. Wir haben unsere älteste Sister physisch und mental neu konditioniert und mit Protector Equipment ausgerüstet, das nach meinen Entwürfen modifiziert wurde. Die Jüngeren titulieren sie als Big Sister. Leider ist das nur ein Notbehelf. Durch die Splicer und den Alterungsprozess der Mädchen werden uns bald geeignete Little Sisters ausgehen. Und dann, ja, ist die Erdoberfläche unsere einzige Chance auf Nachschub. Kommt denn die Alpha-Serie jetzt her? Was ist denn? Okay, hallo. Der Kampf würde jetzt hallo? Extrem in die... Komm jetzt raus! Beichten gehen. Machten die denn da jetzt? Ein Herumtreiber? Zum Glück sind wir im Dunkeln. So, machen wir hier jetzt aber nochmal das MG-Upgrade. Und zwar Querschläger. Bei extrem dichtes Stromfeld verhindert, dass Geschosse sich beim ersten Aufprall zerbrechen und so, dass sie zu Querschlägern werden. Und schon haben die mich natürlich gesehen. Na? Mist. So, jetzt nochmal. Jawohl. Elender Pöbel. Na, warte, komm her hier. Ich pöbel gleich mal. Glaubst du, du kannst dir einfach nehmen, was du willst? Ja, kann ich. Jetzt schon. So. Haben wir das jetzt auch soweit durch? Und bis jetzt läuft das Spiel noch. Bin erstaunt. Bin erstaunt. Und gleich runterknallen. So, ob die Querschläger jetzt wirklich was gebracht haben oder nicht, das weiß ich natürlich nicht. Aber wir kriegen hier noch einmal ein klein wenig Hilfe. So, einmal durchsuchen. Gibt nochmal ein bisschen Adam. Und jetzt sind wir wieder bei 500 Adam. Boah, ich weiß gar nicht, was ich dafür jetzt alles kaufen könnte. Bestimmt vieles. Ja.
Medizinexperte. Du kannst einen weiteren... Instant gekauft. Instant gekauft. Aber was packe ich dafür raus? Komm, dafür packe ich den Trinker raus. Kritische Treffer bewirken größeren Schaden. Schwierig, schwierig, schwierig. Wir könnten mal Telekinese upgraden. Vielleicht wird das ja besser. Wirf Objekte mit größerer Wucht. Verwandle die Welt in eine Waffe. Denken Sie in größeren Dimensionen. Werfen Sie Objekte mit höherer Geschwindigkeit, um noch mehr Schaden anzurichten. Okay. Und gibt's vielleicht noch einen größeren Telekinese? Nee. Das war schon das Maximum. Wir könnten auch noch Scout machen. Meistern Sie die Zukunft. Verwenden Sie Scout, um Gegner zu übermannen und Sicherungssysteme sicher zu hacken. Ist auch cool. So, hypnotisieren war ich noch nie so der Fan von. Wir könnten uns jetzt sogar noch den Insektenschwarm holen. Auf 3. Züchten Sie noch bessere Insekten. Schwärme verstecken sich in toten Gegnern und warten auf weitere Beute. Okay, das ist krass. Gut, ja, wir haben immer noch Eve übrig. Wir haben ja, wie gesagt, alles schon freigekauft. Und der Rest, ich weiß nicht, ob wir den jetzt aufbewahren sollten oder nicht. Oh. Kurzschluss, ne? Verringert Alarm, haben wir eigentlich gar nicht drinne. Na gut, ich glaube, ich lasse erstmal den Rest. Drücke, um einen Insektenschwarm. Feinde, die in Schwarm getötet werden, werden zu Schwarmbomben. Okay, probieren wir es mal aus. Vielleicht klappt das ja ganz gut. Aber bevor wir jetzt hier weitermachen, würde ich erstmal sagen, machen wir hier einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.